Leg mal los. Wenn ich das skille, kann ich die auch tame. Also aktuell noch nicht. Neuer Feind, Kraux. Ja, scheiße. Könnte ich aber schon skillen, dass ich die auch tame kann. Lande bei brüllenden Kraux einen Kopftreffer mit einem aufgeladenen Schuss, um sie zu betäuben. Okay, ich kann sie mal probieren eben. Naja. Klappt irgendwie nicht. Also drücke für den Schatten. Ja, aber eigentlich. Ja, ey, scheiß drauf. Ich kann die jetzt eh noch nicht übernehmen. Ich sollte mich lieber verpissen lassen, ne? Schnell hoch hier. Alter, geht das ja weiter hoch. Ah, sehr gut, das passt ja sogar. Kann ich gleich einnehmen. Quadrara kennet Lin. Gib mir den Kreis. Also hier ist irgendwie gar nichts. Hier irgendwo ist was? Hier. Mit hier die Ihnen schon wieder. Alter, das sind übelst viele Sachen, sehe ich gerade. Krass. Ein Artefakt. Mal wieder. Noch ein Artefakt. Ah, hier ist auch irgendwo was. Okay, zwei Sachen müssen wir noch finden. Alter Schwede. Halt! Hier war ein Kreis. Hier wird er größer, hier wird er kleiner. Also hier irgendwo. What the fuck? Was soll denn das sein? Hier. Hügelgräber. Das ist übelst weit weg. Das habe ich jetzt durch den Stein gesehen. Okay. So, okay, wir brauchen noch einen Kreis. Größer. Hoch. Okay, auch wieder irgendwo am Arsch der Welt. Alles klar. So. Jetzt ist hier hin. Ja, also, weiß ich nicht, ich bin irgendwie doch aktuell motiviert, alles mitzunehmen hier. So, was haben wir dort? Ist hier irgendwo einer? Da vorne? An dem und über dem wird das immer schneller. Ah, wieso geht das nicht? Ich kann nicht angreifen, weil ich wahrscheinlich zu... Ich habe keine Pfeile mehr, ne? Ich brauche Pfeile dafür. Schätze ich jetzt einmal. So, ich muss bestimmt... Muss ich runter oder hoch? Von der Höhe her scheint nicht richtig zu sein. Ja, das passt so. Hey, Kollege. Ja. Nertain. Okay. Unbekannter Hauptmann. Ah, dann hätte ich ja schon Bock. Wow. Oh nein, nicht die Viecher. Ghule. Einzelne Ghule sind schwach, aber in Horden sind sie tödlich. Einige Ghule versprühen Gift auf ihre Feinde. Okay, wenn man die irgendwie fliehen lässt, dann kommen Ghoul-Matronen, die noch sterben sind. Au, das war ja gemein. Ja gut, ich bin das mal weg. Ja, super, dass du mich siehst. So, ich wollte jetzt nochmal eben gucken, weil hier ist ja eigentlich ein Hauptmann. Aber eigentlich hätte ich auch gerne eine Information über den. Außerdem ist mir auch gerade hier zu viel Action. Außer ich kann ihn irgendwie doof überraschen oder so. Ah, lass erstmal das hier mitnehmen. So, und danach machen wir zum unbekannten Hauptmann da drüben. Da haben wir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. So, wir müssen in die Richtung. Oh, schade, ich dachte, ich kann cool rüberspringen mit einem Double Jump.
Ah, stand so irgendwie im Weg. Kriegen wir das mal jetzt? Ah ne, das ist ja drin, das Artefakt. Ihr wisst nicht, wo ich bin? Doch, wisst ihr. Egal. So. Es ist leicht, die Orks als Bestien abzutun. Doch ihre Grausamkeit und List hilft ihnen dabei, im Krieg zu bestehen. Auch ihre Waffen erscheinen eher primitiv. Doch sie erfüllen ihren Zweck. Mit einem harten Schlag auf den Kopf lässt sich jeder Schädel spalten. Ob mit Stahl aus Gondor oder dem rohen Eisen der Orks. Diese Keule ist viel älter. Jo, geht nicht weiter. Jo, Mann. Was ist das hier, Außenposten? Okay. Logge den Kommandanten des Außenposten hervor, indem du Wellen vom Feinden tötest. Das klingt interessant, das würde ich gerne mal ausprobieren. Liegt er auf dem Weg? Hier wäre noch ein Hauptmann. Unbekannt. Wollen wir mal gucken? Das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld mal gucken? Finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. Ja, hier sind überall welche, krass. Das sind halt jetzt auch hinter den Linien, ne? Darf man nicht vergessen. Man kann darüber alles reden. Ich will eigentlich immer nach oben irgendwie. Ja, geht's nicht so hoch. Au. Also. Deine Waffen, die Ausrüstung. Du hast mir so viele schöne Dinge mitgebracht. Das habe ich alles gesammelt. Ah. Okay, Moment. So. Ich weiß nicht, ob die in den Feinde gehen. So. Das ist er, ne? Das sind die Beine. Das bringt schon einiges. So, keine Pfeile mehr. Das war ja cool. Alles frei! Zeit zu sterben! Noch einer? Ah, der rennt jetzt schon weg! Hä? So, okay, dann will er lang. Kann er mal schön vergessen. Ich krieg ich. Au. Ja, eins ist Rempel, ne? Jo. Vergiss es. Okay, von vorne, das funktioniert nicht. Alter! Hör auf zu nerven. Was dagegen, wenn ich etwas behalte? So. Jetzt draufhauen. Oh, meine Güte. Find nicht mehr viel. Das funktioniert wieder nicht. Ich will fliehen! Okay, also. Mann. Aber wie hat das jetzt nochmal mit dem Betäuben funktioniert? Also ja, ich habe Kreis gedrückt, wo Kreis angezeigt wurde. Aber warte mal, ich muss mal eben den Bogenschützen da oben killen, der nervt. Ich muss das mal eben ausprobieren. Ich weiß gerade nicht. Oder ich muss mal meinen Skills dann nochmal schauen, oder? Aber ich habe den ja mehr oder weniger instant betäubt. Na ja, komm her. Wie kommen denn da noch? Okay, der ist tot. So, Bogen nehmen wir mit. Von wegen, ich hab dir Zeug mitgebracht. Du hast mir was mitgebracht. Dann sagst du auf mich gewartet. Warte mal, da vorne sind Pfeile. Und ganz viele Gegner. So. Ich gucke jetzt mal ganz kurz wegen dem Skill. Ich verstehe das nicht. Also ganz nachvollziehen kann ich das nicht, zumindest nicht hier mit den Skills. Warum das manchmal geht und nicht mit dem Stun. Wahrscheinlich muss sie machtvoll sein, damit ich die stunnen kann oder so. Also auf jeden Fall muss ich Kreis drücken, ja. Das hat es gegen den auch wunderbar funktioniert. Aber ich muss mir dann vielleicht eine Aufnahme nochmal angucken. So. Du beschämst uns alle. Gut, wir wollten eigentlich hier. Ist ja noch irgendwas auf dem Weg. Nur der Hauptmann hier, ne? So, den haben wir gekillt, das ist wunderbar. So, jetzt hier laufe ich noch nicht hoch. Vielleicht führt uns eine Quest da noch hin oder so. Also, ich laufe dann später dann da hoch, definitiv gar nicht jetzt. Ich wette, was auf dem Weg rumschleicht. Schrei, wenn du irgendwas siehst.
So, hier sind ganz viele Würmer. Okay, schnell hoch. Hoch! Nein, nein, oh, jetzt habe ich ihn getötet, ich Trottel. Oh, ich bin nur ein Trottel. Ich wollte dich nicht. Den leuchtet irgendwas, oder? Leuchtet, ne? Warte mal. Das will ich mal eben gucken. Ah, ich bin kein Feind vergiften. Interessant. Ich wählte die Spinnengestalt, ah, eine Erinnerung. Weil ich im Netz des Schicksals wandelte, seine Fäden weben wollte. Der dunkle Herrscher wählte etwas anderes. Er wählte einen Panzer aus kaltem, dunklem Stahl. Er wurde zu einer Maschine, einer leeren Hülle. Warte mal, hier ist ein Gesicht. Das ist ja kaum zu sehen. Ah, so, irgendwie. So vielleicht? Also, wird immer schwieriger. Ja, okay, das sind wirklich immer nur Bruchstücke, ne? Von Anfang an war Sauron ein für den Krieg erschaffenes Wesen. Dann ist es an uns, ihn zu vernichten. So. Was kann ich dann eigentlich mit diesen Credits dann noch machen? Miriane, wie die heißen. So, wie ist das jetzt mit der Quest? Okay. Logge den Kommandanten des Außenpostens hervor, indem du Wellen vom Feind tötest. So dumm, dass ich den nicht identifiziert habe bisher. Aber wir probieren es trotzdem. Was soll's? No risk, no fun. Der Alarm ist wenig mehr als ein Hilferuf und ein Schreckensschrei. Das hört sich nicht gut an. Was? Was? 15 Feinde im Außenposten reicht ein Treffer von 25. Okay, den 15 müssen wir töten. Nein. Meins. Na gut, machen wir es mit der Treffer-Serie noch voll. So, haben wir's? Das müssen wir nur noch gehen. Juhu! Oh nein, das sind. Die will ich nicht killen. Wo sind hier mal eine? Da. Nice! Das ist mal richtig schön bisher. Mal sehen, wie lange noch. Oh, der Typ hat's unterbrochen. Arschloch. Und jetzt selbst gar nicht mehr. Ah, das ist so ein Typ, der wirft. Ah, ey. Okay, ganz ruhig. Ah, hier ist eine Feuerstelle. Warte mal. Oder wollen wir sie aufsparen für den Generaltypen? Und? So, wie geht das? Stell diesen Alarm ab! Er übertönt die Schreie! Und ich will sie diesmal richtig genießen! Cool. Oh, das ist cool. Aktion durch Erführung. Irgendwelche Wurfmesser. Scheiße, sowas mag ich nicht. Okay, wir haben leider keine Infos ansonsten, was Schwachstellen sind. Aber den Typen würde ich ja gerne killen davor. Jetzt down. Der sieht uns noch nicht, ne? So, ich würde gerne erst Leben dazu bekommen. Hier oben wird dann einer sein. Sehr gut, Feinde ist auch spitze. Aber das hat der Kampf bis zum gewissen Moment, bis zum Schildtyp war es cool gewesen. So. Aha! Warum machst du das? Egal, was da rumläuft. Problem. So. Schnell hoch wieder.
Ah, jetzt hat er was. Erkennst du mich? Nein? Gut. Ich war die ganze Zeit direkt hinter dir. Ja, ich war hinter dir her. Okay, Kollege. Wow, was ist da? Das ist uncool da hinten. Au! Okay, ich muss erstmal nach oben. Ah. Ah, so ein Vieh brauche ich auch. Besorgen wir uns dann gleich. Ich rede mal davon, aber... Wow! Okay, Moment. Ah. Nein! Meine Güte, mach doch mal weg hier, bitte. So. Die Dinger kann ich, glaube ich, zum Explodieren bringen, ne? Okay, das war ausnahmsweise mal ganz gut gewesen. Kann ich den kann... Der ist gebrochen. Nein, nein, nicht auf den. Doch, 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 der war auch gut. Schnell. Juhu, ich habe einen. Woo! Okay. Okay, das steuert sich exakt genauso. Eigentlich ganz cool. So, wo ist denn der Typ jetzt hin? Volles Leben haben wir auch wieder. Nice! Also. Der brennt! Geh drauf! Ah, okay. Grüß ihn! Gleich hammern! Oh nein, der Vieh ist tot! Aber gleich hammern! Okay, jetzt rennt er weg. Das kann er mal schön vergessen. Ah. Wir sind fertig. Los jetzt. Nein, wir sind nicht fertig. Lasst ihn mich nicht kriegen. Oh, wo ist er denn? Da. Meine Güte. Alter, ich bin vor dir. Wie dumm. Okay, wir haben ihn. Nice. Ah, das war ganz cool gewesen. Alter, richtig gut. Ey, wisst ihr, was wir jetzt skillen? Wir skillen, dass wir diese großen Viecher bekommen. Da habe ich Bock drauf, glaube ich. So. Eine Sorge weniger für uns. Ja, jetzt ist es leichter, dieses Gebiet zu durchqueren. So, hier vorne ist... Achso, das ist noch eine Quest. Okay. So, Fähigkeiten. Wann kriegt man das eigentlich? Stufe 11, weil das finde ich eigentlich ganz geil. Dass das deutlich mehr bringt. Auch wenn es dann zurückgesetzt wird, wenn wir getroffen werden. Aber das würde ich mal ausprobieren. Ja. So, wir skillen jetzt das hier. Graukreider. Das sind die Typen. Viecher. Wie geht's denn eigentlich weiter? Reittier rufen. Schatten aufsetzen. Drachenreiter. Nice. Also, man kann jetzt fliegen oder was? Das sieht man dann heraus, dass man fliegt. Das ist ein Drachen. Man kann fliegen. Nice. Wir nehmen uns mal was. Okay, cool. Ich guck nochmal wegen dem Dolch eben. Macht genauso viel Schaden. Ah, das ist natürlich auch nice. Bei Schleichangriffen auf Hauptmänner fliehen Fußsoldaten in der Nähe. Wobei das eigentlich das gleiche ist, wie wenn ich terrorisieren mache, ne? Aber der Dolch würde dadurch auch nochmal deutlich besser werden. Gar nicht so leicht. Also an sich, ne, den können wir nochmal upgraden, dann macht er auch mehr Schaden als der Dolch dann, auf jeden Fall. Der Bruder ist 7 Tötungen. Ja, das ist halt auch cool, mit den Elben geschossen. Ne, ich behalte ihn erstmal an. Ne. Aber Schleichtötung bei einem Hauptmann wird halt auch schwierig, ne. Na, probieren wir es. Wir haben auch was Neues, aber kann man direkt verkaufen. Okay. So, jetzt können wir auch große Viecher beschwören. So, alles klar. Na dann machen wir hier rüber. Klinge der Dunkelheit. Der Palantir ist vorerst außer Reichweite, aber vielleicht können Kankras Visionen dich leiden. Achso.
Sordion! Kolum! Okay, Kriegsrolle. Sind zähe Kämpfe mit mächtigen Angriffen. Oh krass, Gollum hat uns geholfen. Jegliche Versuche, über sie zu springen, werden sie abwehren, aber du kannst ihre Angriffe vermeiden, indem du X drückst, ja, um auszuweichen. Oder Beine durchrutschen, das geht auch. Sie können mit einem aufgeladenen Kopftreffer oder durch einen perfekt abgestimmten Konter betäubt werden. Lass die Betäubung einer Serie aus Nahkampfschlägen folgen oder halte R1 gedrückt, um auf den Urlaub aufzusitzen. Tippe mehrmals auf Würfel, um ihm schnell in den Rücken zu stechen und bewege linkes Dick, um ihn in seine Kameraden laufen zu lassen. Okay. Ach du Scheiße. Okay, wir probieren es einfach mal. Ja. Nicht drüber springen. Ja, Moment, ganz ruhig. Wie rutsche ich denn? Das ist falsch. Muss ich da R2 drücken zum Durchrutschen? Ah, alles klar, okay. Uiuiui. Falsch. Alter. Na komm her. So. Au. Okay. Ich komm langsam dahinter, Leute. So. Eigentlich wollte ich aufsitzen, hat nicht funktioniert. Ich muss ihn halt erst betäuben, ey. Au. Ja, ich muss erst Kreis drücken wahrscheinlich, um zu betäuben, ne? Okay, das war betäuben wahrscheinlich schon nie gewesen. Das könnte man ja eigentlich mal zum Explodieren bringen. Moment. Okay, das hat nichts gebracht. Alter! Okay, ja. Das ist auch nicht lang betäubt. Alter, das ist echt nicht lang betäubt. Okay, das ist down. Oh, das war ja super unspektakulär und kacke gewesen. Mist. Ich wollte nämlich einmal aufspringen. Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Gollum zeigt schnelleren Weg. Das war nicht irgendein Troll. Das sind Olokhai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Angeblich frisst sie sie lebend. Warum das denn? Zu essen wäre die Beute noch zappelt, ist doch lästig. Sie mag sie... Was geht hier? Okay. Kannst du ein bisschen schneller laufen, Gollum? Wo führst du mich denn hin? Okay, wir schleichen mal lieber. Das sind Pfeile? Nee. Ich könnte mal wieder ein bisschen Leben gebrauchen. Fast da, heller Herrscher! Wir
sind fast da. Ich muss dann unbedingt rausfinden, wie das mit dem Betäuben nochmal geht. Ich habe das irgendwie noch nicht ganz raus. Was nicht übelst nervt. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen? Dann musst du töten. Du willst Beachtung? Töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja, ja. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge. Ja, sticht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Hier lang. Ah, ich finde es witzig, dass Gollum wieder dabei ist. Das ist cool. Hier drüben! Ich habe halt immer noch nicht volles Leben, ne? Vorsicht! Da ist ein Morgai-Fliegennest! Was machen diese Orks? Du hast Angst, so wie der Hauptmann, gibst so. Ich hab keine Angst. Dann tu es, stell dich unter das Nest. Jo, Nest, ich hab schon gesehen. Jo. Gut, ich zeig dir, dass ich kein Feigling bin. Ja, dann lauf mal nach vorne. Ich würde mich am liebsten so stellen, dass ich dann... Na, das geht mir auch so hin, ich muss mich da nur erstmal wieder aufsaugen. Okay. Oh nein. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Okay. Ja, leuchtender Herr. So, kann weiter gehen, Gollum. Nichts passiert. Spürst du das? Okay. Vor des Meuchlers.
Moment. Hier. Hab's gefunden. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja, wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Während der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Coole. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Was ist denn da gerade? Gut anlocken? Der garstige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Sie sind auf jeden Fall Spuren. Ja, wartet mal eben, weil... Irgendwie... Er sieht keine Spuren lang, ja. Wenn er sie vor Sonnenlicht das geht da weiter. Okay, wahrscheinlich muss ich in die Rüstung. Warum macht er uns nicht unverwundbar gegen Schwerter? Was können wir denn hier? Ah, ein Artefakt. Okay, das nehmen wir mit. Ich glaube, dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend. Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen, sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des dunklen Herrschers. So. Sie sind sogar noch seltsamer als die Haradrim des Südens. Aber genauso verwundbar gegenüber Saurons Drängen. Nicht uns immer wieder. Da hinten ist die Leiche. Okay. Jetzt kommen die oben, oder was? Ich sehe den dreckigen Zahn! Ja, aber nee! Scheiße! Nein! Okay. Das wollte ich nicht. Was war das? Untersuchen. Wunden von einer Morgul-Klinge. Genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Oh. Okay, schnell weg. Wo mit dir? Da! Er ist zurück! Ja, okay, aktuell. Ist nur der da. Dann kill ich ihn mal eben. Okay, Gollum. Ich komme wieder. Hier unten ist er. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der Nächste ist. Okay. Dumme Orks sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Wie die alle Probleme mit Spinnen haben. Witzig. Halt! Orks kommen!
verstecken. Er hat panische Angst vor Morgelflug, das weiß jeder. Sag der Trottel, der Angst vor Spinnen hat. Das hätte ich dir nie sagen sollen. Ah, wir sollen die platt machen. Oh, das ist wie so ein Dicker. Okay. Kann ich irgendwie hoch? Alles klar. Nazgul suchen sehenden Stein. Finden sie Stein, wird Gondor fallen. Der Sieg wird uns sicher sein. Geht das bei dir? Elbenwut. Gut. Lass mal den vielleicht killen, das wäre super. Irgendwie klappt das. Lol. Laut und gemein. Aber sie mögen die Fliegen nicht, mein Schatz. Besonders der Meuchler. Er rennt immer vor ihnen davon. Ja, ich kann einen mächtigen Schuss machen. Cool. Ja, wenn man die Macht übelst aufgeladen ist, aber. Also 100% habe ich hier noch nicht alles, so schaut so. Das muss ja über die Zeit kommen, das Ding. Aber es gibt zu viele Ochse hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Es gibt neue Anweisungen, die Nachtpatrouille zu verdoppeln. Hast du das gehört? Nein. Eine falsche Fährte. Er ist schlau. Okay. Na, da unten ist er. Haben. Zurück an die Arbeit. Ein weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Boah, guter Meuchler. Zieh mal hin. Danke. Der Meuchler ist nah. Morgu. Moment. Morgu. So, ich weiß nicht, welchen anfällig durch für Hinrichtung. Okay. Vorstromokai fliegen, erleidet Schaden durch Explosionen. Vergiftete Waffe. Erzürnt durch Feuer. Beschusssicher. Okay, also den kann ich nicht beschießen. Hatte der Angst vor Fliegen? Ich glaube, ne? All dieser Aufwand wegen eines sehenden Steins. Was wollen Sie überhaupt? Der Häuptling ist nutzlos. Würde mich nicht wundern, wenn der dunkle Herrscher mir dafür dankt, dass ich den Platz dieses Trottels eingenommen habe. Ich könnte Minas Ithil viel besser einnehmen als er. Jo, das hat sich ja gelohnt. Wir waren da irgendwo fliegen gewesen. Ich mach mal eine Schleichattacke. Mit Terror. Ich arbeite sehr gründlich. Wenn du mich aufhalten willst, muss ich dich enttäuschen. Warte mal, Hinrichtung, ist anfällig. Ganz ruhig. Oh, er ist betäubt. Ah, jetzt sind ja schon wieder so viele.
dich im Visier. Ah, der hat kaum noch Leben. Du bist doch krass, ist klar. Bin ich mir vergiftet. Aber er ist gleich tot. Komm, drauf. Uiuiui. Okay, halt mir. Ah, Mann, das geht alles noch so viel cooler. Ah, gut. Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Didim. Neue Fähigkeit, Todesdrohung. Anstatt Informationen über einen Hauptmann zu fordern, kannst du einen Wurm befehlen, diesen eine Todesdrohung zu überliefern. Dadurch erstellst du einen einzigartigen Erzfeindauftrag innerhalb des Gebiets. Ah, okay, und das ist das, wo man dann quasi bessere Ausrüstung bekommt, wenn man es schafft. Also er wird stärker, kriegt aber auch bessere Ausrüstung. Ja. Okay, Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil wehrt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten.